Ja, hallo und willkommen hier zur dritten Folge Pioneers of Pagonia auf meinem Kanal. Wir haben die zweite Staffel. Wir haben in der letzten Folge uns darum gekümmert, hier unsere Eisenproduktion anzuwerfen, auch entsprechend dann unsere Produktion an Soldaten, an besseren Waffen. Und ja, ich würde sagen, wir machen da direkt weiter. Wir müssen uns jetzt mal überlegen, weil wir haben ja immer noch das massive Problem an Diebstählen. Und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie man das so in Griff bekommt. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal uns dran setzen. Als erstes werden wir aber mal ein paar Arbeiter ausbilden. Wie machen wir denn das? Bausteinträger. Bilde Bausteinträger, Panierer oder Zimmerer im Gildenhaus aus, um Baustellen schnell abzufertigen. Okay. Wo haben wir denn das Gildenhaus hingesetzt? Ich glaube hier vorne, genau. Netzträger, Zimmerer. Dann machen wir das mal. Und dann bilden wir die jetzt einfach alle mal aus. Und haben dann hoffentlich ordentlich Leute dafür zur Verfügung. Wir werden jetzt auch mal gucken, dass wir wieder ein paar Bewohner dazu holen. Einfach um so langsam da mal auf den grünen Zweig zu kommen. Auch wenn wir, wenn ich sehe, verfügbarer Wohnraum. Aber ich will einfach den Platz haben. Genauso werden wir hier nochmal eine Taverne hinsetzen. Und werden auch hier nochmal dafür sorgen, dass wir ein paar Tische haben. Einfach damit sich unsere Leute auch ausruhen können und wir entsprechend natürlich Produktion haben, was wir so brauchen. So, dann muss hier noch so ein Brunnen hin. Und dann sollte das auch erstmal passen. Marktstadt natürlich auch noch zwei hin. Und dann sind unsere Bewohner erstmal versorgt. Genau, wichtig. Ich würde jetzt mal zu gucken, was haben wir denn so an Nahrung? Bam, bam, bam. Pflanzlichen Ursprungs sieht nämlich ganz schön mau aus. Also wir brauchen auf jeden Fall da ein bisschen mehr. Und deswegen würde ich gerne hier hinten in dem Bereich auf jeden Fall hier. Genau, hier können wir. Weizen, Weizen. Okay, hier können wir auf jeden Fall mehr Weizen anbauen. Werden wir auch machen erstmal. Um da auch die Produktion zu erhöhen. So. Ein Planierer verfügbar, okay. Dann müssen wir das gleich mal nochmal machen. Ausbilden. Schon wieder von ihm angegriffen. Das ist doch nicht normal. So. Gut. Wo haben wir denn hier Planierer? Was brauchen der? Schaufeln. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal Schaufeln herstellen. Kleines Wohnhaus. Werkzeuge. Das sind hier Schaufeln, wa? Ja. Wartet auf Material. Dann haben wir jetzt das Problem, dass wir keine nicht genug Träger haben. Netzträger, Zimmerer, Planierer. Bausteinträger, was braucht der Rucksack? Die können wir, glaube ich, Weberei hier. Nee, hier nicht. Schneiderei. Und die Schneiderei haben wir, glaube ich, noch nicht gebaut. Bearbeitung, Münzprägerei, Schneiderei. Dann wird das jetzt auf jeden Fall noch ein Problem. Entdecker. Hinten ist schon die neueste Stadt. Okay, aber das braucht alles noch ein bisschen Zeit. Wir müssen dann auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier, werden wir den Angriff starten. Aber ich habe keine Ahnung, also wie man das dann macht. Das müssen wir auf jeden Fall rausfinden. Aber ich denke mal, das werden wir schon hinbekommen. Genau, wir werden auch hier mal noch eine Verbindung schaffen. Einfach damit die vielleicht nicht alle unbedingt den Weg gehen müssen, damit es hier auch Alternativen gibt. So, wie sieht es jetzt hier aus? Mit Werkstatt. Nee.
Waffenschmiede brauchen wir auch nicht. Werkzeugschmiede. Wir machen das hier mal bitte mit hoher Priorität. Der Hoffnung, dass das dann jetzt auch dafür sorgt, dass wir hier Material bekommen. Was brauchten wir für die Schaufel? Das ist doch eigentlich ausreichend da. Also ihr könnt doch eigentlich verwendet je 5 Einheiten für die Herstellung von Werkzeugen. Okay, Kupfer brauchen wir. Dann müssen wir das jetzt mal abbauen. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir Kupfer haben. Wäre natürlich ideal, wenn das hier oben auch verfügbar ist. Eisenerz, Kohle. Ja, eben mal Kupfer ist mir jetzt ein bisschen wenig. Einheiten werden von Banditen angegriffen. Und das hier Holzfällerhütte. Ja, dann machen wir doch hier glatt nochmal ein Forsthaus hin. So, unten einen Brunnen. Kupfer, 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 Kupfer. Wir wollten eine Kupfermine. Kupfer. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt sowas wird. Camp. Dann machen wir hier mal noch einen Wachturm hin. Wir haben ja hier einen Wachturm, wa? Genau. So, wir haben nämlich genug Leute. Dann sollen hier ruhig mal die Soldaten hier sich mal ein bisschen darum kümmern. Schließlich haben wir ja genug davon. Gut, genau, dann hoffe ich auch mal, dass ihr euch da ein bisschen drum kümmert und auch vernünftig hier unser Dorf beschützt. Minenarbeiter. Abgebaut, das ist okay. Das hier hinten gebaut. Ja, das wird gebaut, das ist sehr gut. Kupfer, hier ist auch ein bisschen Kupfer. Naja, müssen wir da mal gucken. Wir können ja mal hier hinten nochmal gucken, ob wir hier nochmal ein bisschen Kupfer an dem Berg haben. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Leider nicht. Kalkstein, Kohle. Kalkstein. Leider nicht. Was machen hier unsere Wachen? Fokus auf. Hört doch mal bitte hier die Diebe weg. Hä? Warum greift ihr die nicht an? Kann ich nicht. Sitzt euch hier, stellt euch hier mal bitte mal hier zum Lager. Gegnerisches Lager wurde entdeckt. Ja, gut, da müssen wir dann auch mal hin. So, wichtig ist jetzt erstmal, dass Kupfer gleich funktioniert und ich hoffe, dass das dann auch gleich vernünftig produziert hier. Sollte aber, denke ich mal, klappen. Dann haben wir nämlich erstmal wieder was zur Verfügung. Dann können wir hier entsprechend schnell loslegen. Haben wir hier noch Kupfer? Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Wie sieht es hier hinten aus? Hier ist auch Kupfer. Hier ist viel Kupfer. Dann machen wir hier hinten nochmal eine Mine hin. Dann machen wir hier hinten jetzt nochmal eine neue Mine hin. So. Dann machen wir hier auch ein Lager hin. Und dann sollte das erstmal so passen. Und dann hoffe ich, dass wir hier so langsam mal die blöden Diebe in den Griff bekommen. Haben wir keine mehr? Soldaten? Kann ich mir nicht vorstellen. Hier sind noch 6. Garnisonen. Hier sind auch noch welche. 8.
Wachturm. Hatte ich hier nicht noch irgendwo Wachtürme? Wachturm. War denn der gerade, an dem ich war? Hier, der. Ah, da. Da kommt er. Sehr schön. Gut. Ja, müssen wir da mal gucken. Wir werden auf jeden Fall die Produktion nochmal erhöhen. Wir werden auch definitiv noch mehr Einheiten uns holen. Wichtig wären hier die Garnison, dass wir da noch ein paar mehr uns dazu holen. Und ich will eine richtig starke Armee auf jeden Fall aufbauen. Und wir kriegen auch so, wir kriegen ja hier auch immer mehr Einwohner hoffentlich dazu. Bevölkerung benötigt Gesamtsumme von 10. Wird verfügbar. Was ist denn hier das Problem? Wo sind hier Tavernen? Taverne, Taverne, Taverne. Warum wird die nicht gebaut? Nicht mit Straße verbunden. Ah, okay. Dann machen wir das so. Und die Taverne hier. Warum produziert die keine Zutaten für Genussmahlzeiten? Genussmahlzeiten. Was brauchen wir dafür zu... Das ist jetzt die Frage. Dann müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen noch dazu bauen. Nee, Sammlerhütte wollen wir nicht. Wir wollen eine Jägerhütte. Dann kommt hier nochmal ein Jäger hin. Meinen Sammler können wir theoretisch ja auch nochmal bauen. So. Dann Gemüsefarm. Das wird auf jeden Fall auch nochmal erweitert. Wo haben wir die? Haben wir hier noch irgendwo was? Oder eigentlich gerne genau hier. Hier ist gut. Können wir nämlich Mais und Kürbisse anbauen. So, dann. Mais. Machen wir erstmal ein bisschen Mais. Dann hoffe ich, dass wir es halt hinbekommen, dass wir hier genügend, dass wir dann genügend Genussmahlzeiten bekommen, damit wir hier eine vernünftige Bevölkerungswachstum auch hinbekommen. Das wäre schon wichtig. Von allem immer ein bisschen. Auch Abwechslung drin haben. Das wird wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen, aber kann man das auch markieren? Nee, leider nicht. So, dann hier nochmal ein bisschen Mais. Und nochmal das. So, dann kommt jetzt hier nochmal eine Gemüsefarm hin. Und wir machen einen Brunnen hin. Ich weiß zwar nicht, ob die das brauchen, aber ich mache einfach mal einen hier hin. So. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir brauchen... Hier sind nämlich Holzfäller und die Holzfäller haben kaum noch was zum Holzfällen. Das sieht man auch an unseren Nadelholzvorräten. Deswegen werden wir jetzt hier mal kurz das abreißen. Dann werden wir hier mal nochmal zwei neue bauen. So, und dann machen wir hier auch direkt ein Forsthaus daneben. Und das Forsthaus braucht auch einen Brunnen. Okay.
Blockiert durch Straße, nicht erlaubter Untergrund. Ja, mal gucken, ob das reicht vielleicht schon. Oder wir bauen einfach hier den Weg hin. Meine, so ein Weg hier nach unten kann ja prinzipiell nicht schaden und dann kommt jetzt hier einfach nochmal der Brunnen hin. So, und da müsste er auch drin sein, genau. Wir merken uns mal 274 mal haben wir noch Platz. Aber ich will nämlich wissen, ob unsere Bevölkerung steigt. Das wäre nämlich gut zu wissen. War ja Platz im Militärcamp, verfügbarer Platz in Wohnhäusern. Naja, müssen wir mal gucken. Bewohner. Ah, dann, okay, dann ist das hier die 174. 174. Das sind die freien Plätze und unsere Bevölkerung sinkt. Warum sinkt unsere Bevölkerung? Das ist nämlich gar nicht gut. Und die jetzt hier permanent runtergeht. Jäger, 190, bereit für Aufgaben. Okay. Das ist dann gar nicht gut. Wie kriegen wir denn hier in der Bevölkerungswachstum hin? Aktueller Zwischen Mahlzeiten benötigt da. Ja, wir brauchen Genussmahlzeiten. Auf jeden Fall. Es wird jetzt wichtig. Oder habe ich jetzt mal hoffentlich. Frisches Lager wurde entdeckt. Yay. Ja. Also, es wird auf jeden Fall erstmal noch wichtig sein, dass wir hier die Geschichte hinbekommen. So, Steine brauchen wir. Das ist auch nochmal. Dann machen wir jetzt mal hier bitte. Wo haben wir denn hier Stein mit Steinbruch? Mal ausmachen. Das ist kein Stein. Und hier noch ein Steinbruch. Sammlerhütte. Weberei. Ich vermute nämlich, dass wir die alle verlieren hier durch die Banditen, dass die uns hier permanent die Leute umbringen. Das kann nämlich durchaus sein, weil wir kriegen ja hier einen nach dem anderen, was hier uns wo kommen jetzt? Achten fertig. Ich jetzt? Macht ihr jetzt alle unsere Soldaten hier tot oder was? Kann nicht wahr sein. Okay, das ist jetzt natürlich ein Problem. Also scheinen wir, brauchen wir auf jeden Fall bessere Rüstung. Das heißt, Rüstungsmacher, nee, Werkzeugschmiede. Ist das die Werkzeugschmiede, die auf den Auftrag erfüllt? Ja, da ist gerade zumindest dabei. Gut, dann haben wir die Rüstungsschmiede schon gebaut. Rüstungsschmiede, nee, haben wir nicht. Brauchen wir Zement für? Warum haben wir kein Zement? Warum haben wir kein Zement? Wir haben doch hier Dings gebaut. Steinmühle. Haben wir doch hier hinten gebaut, wa? Genau. Wartet auf Material, okay. Ach so, ja, hehe. Sägewerk. Steinbruch.
So, dann. Mann. Muss ich sagen, das mit den Dieben ist dezent nervig. Also wenn wir nochmal eine neue Stadt anfangen, dann ohne Diebe und mit nur mit Feinden. Weil das mit den Dieben, das ist einfach nervig. So, wird es jetzt hier gebaut? Na kommt, ich will das nämlich umstellen auf Kalkstein. Wir sollen sich hier mal bitte nur um Kalkstein kümmern. So, 50%. Und da ist dann das letzte. Da kommt das letzte Stück Holz. Und dann sollte jetzt hier dann auch demnächst gleich... Genau, das machen wir aus. Und ihr baut bitte nur Kalkstein ab. So, über schon pflanzlichen Ursprungs. Ja, das ist auf jeden Fall, wird gebaut. Macht hier die Taverne, Stärkungsmahlzeit, Genussmahlzeit. Macht mal bitte nur Genussmahlzeiten. Das wäre nett. So, die Produktion hier ist abgeschlossen. Dann machen wir direkt weiter, damit hier immer genügend zur Verfügung steht. Verfügbarer Platz in Wohnhäusern, Träger, Bevölkerung. Es geht zumindest, glaube ich, bergauf, wenn ich das so richtig mitbekomme gerade. Das ist ja prinzipiell schon mal eine gute Sache. Stärkungsmahlzeit? Personal unverständlich. Messer. Dann mach mal bitte als erstes Messer. Wir brauchen Messer. Blöden Diebe, die gehen mir so offen. So offen, Senkel. Guck mal, schade, dass man hier keine Stadtmauer oder so bauen kann. Das finde ich, fehlt noch so ein bisschen. Man bräuchte halt wirklich noch eine Netzträger-Rucksack. Weberei? Nee. So eine Schmiede. Ja, Zement, das ist klar, aber das wird ja noch gebaut. Und wir brauchen Stein. Wir brauchen unbedingt Stein. Wo haben wir Steinvorkommen? Haben wir hier hinten Steinvorkommen? Kohle, Zement, Kalk. Hier oben haben wir Steinvorkommen. Dann machen wir jetzt hier oben mal neue Rosthaus Steinbruch. Paar neue Steinbrüche. Und dann können die nämlich hier unten erstmal weg. Wo, hier haben wir auch ein bisschen Stein noch. Können wir die doch erstmal lassen noch. Weil wir wollen ja, dass das hier alles funktioniert. Leder. Leder produziert auch. Steinpilze. Okay, Himbeeren. Ja, bei unserer Bevölkerung wächst zumindest. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Verfügbarer Platz in Wohnhäusern wird weniger. Die Bevölkerung wird mehr. Also alles so, wie es soll. Gut, dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle beenden wir erstmal die Folge. Wir scheinen so ein bisschen zu langsam das Ganze in den Griff zu bekommen. Jetzt ist der nächste Schritt dann halt nur noch, das mit den Dieben in den Griff zu bekommen. Und vor allen Dingen dann auch entsprechend Soldaten auszubilden. Das wird auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Schritt. Und genau, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.